Als Christen leben wir im Neuen Bund, im Neuen Testament. Aber weißt du, das Alte Testament birgt unfassbare Schätze, die wir, wenn wir uns damit beschäftigen, bergen können und die unser Glaubensleben wirklich bereichern. Sie helfen uns, das, was Gott tut, wirklich zu verstehen, zu erfassen, auch die Bedeutung des Opfers Jesu und so weiter. Ein ganz interessantes Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe und das mich wirklich, wirklich gesegnet hat, sind die Feste der Bibel. Weißt du, Mose hat von Gott konkrete Anweisungen bekommen über verschiedene Festtage, die das Volk damals halten sollte. Und diese Feste haben einen hochinteressanten Spannungsbogen. Das sind nicht irgendwelche willkürlich angeordneten Feiertage, sondern in der Abfolge dieser Feste ist die gesamte Heilsgeschichte enthalten. Es ist wunderbar, sich damit zu beschäftigen und es macht das Glaubensleben wirklich reich. Weißt du, es sind insgesamt 7 Feste, die Gott angeordnet hat. Und es sind keine jüdischen Feste, sondern es sind biblische Feste. Es gibt zusätzlich einige jüdische Feste und Feiertage. Das ist was anderes. Die sind entstanden im Laufe der Geschichte. Aber hier geht es um das, was Gott angeordnet hat an Festtagen, die das Volk damals halten sollte. Du weißt natürlich, es beginnt mit dem Passafest. Dann geht es weiter. Und wie gesagt, 7 Feste. Die ersten 4 Feste sind inzwischen schon erfüllt. Das ist das Kommen Jesu, sein Opfer, seine Auferstehung und dann das Senden des Heiligen Geistes zu Pfingsten, dem Wochenfest, Schawott. Aber danach geht es noch weiter. Die 3 noch verbleibenden Feste haben einen hochinteressanten prophetischen Inhalt auf das, was noch kommt, was auf uns zukommt, wenn Jesus wiederkommt als königlicher Messias und wie es dann weitergeht. Ich lade dich herzlich ein, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe 7 Büchlein darüber geschrieben, zu jedem Fest 1, auch mit zusätzlichen Informationen über den Kalender, über die jüdische Geschichte und so weiter. Ich bin sicher, dass es dich segnen wird, wenn du dich damit beschäftigst. Und es sind nicht nur diese 7 Bücher. Dazu gibt es diese Schautafel, die den Jahreskreislauf, wie Gott ihn sich gedacht hat, erläutert. All dies zusammen kannst du bei uns im Shop bestellen. Ich bin sicher, wenn du es tust, du wirst gesegnet werden dadurch, weil du ein Verständnis dafür bekommst, dass das, was Gott plant, schon im Alten Testament, in diesen Festen und auch in manchen anderen Dingen vorausgesagt ist. Das, was Gott tut, ist kein Zufall. Es ist geplant, es ist prophetisch vorhergesagt. Und deshalb dürfen wir auch das, was auf uns zukommt, was noch nicht erfüllt ist, was noch vor uns liegt, aus diesen wunderbaren Festen schon entnehmen. Wir wissen, es kommt etwas Gewaltiges, etwas Herrliches auf uns zu. Der Herr hat Großes vorbereitet. Weißt du, was er vorbereitet hat? Er hat mehr für dich.